hat mir gerade ernsthaft der fucking Server gespendet? Willkommen zurück, meine lieben Looping-Freunde da draußen und Zuschauer, die eventuell noch Looping werden wollen, zu Let's Play Minecraft Survival. Oh, der 1. April ist ja vorbei. Ja gut, dann können wir wieder Bed Wars spielen. So, dann sind wir auch in Bed Wars, Freunde. Keine Sorge, ich bin nicht gequittet oder irgendwas. Das war nur ein 1. April-Scherz. Wir sind heute wieder auf Narrow Space unterwegs. Und zwar soll es heute auch nochmal um den Server gehen. Und zwar habe ich gestern, also am 3. April, gestreamt. Und da ist etwas passiert, was ich so noch nie erlebt habe, beziehungsweise so auch noch nie irgendwo gesehen habe. Und zwar hat der liebe Narrowspace-Server mir einfach mal in dem Livestream 33 Euro gespendet. Und zwar sozusagen als nachträgliches Ostergeschenk, wie sie es genannt haben. Richtig krass, ich dachte auch erst, es wäre irgendwie fake, also dass halt einfach irgendeiner den Namen eingegeben hat so. Weil man kann ja einfach jeden Namen bei einer Spende eingeben. Und ich dachte, irgendjemand hätte sich da einen Scherz erlaubt, so wie ja manchmal Minimi-Checker bei mir spendet oder so. Das ist halt auch nicht der echte so. Aber es waren die echten, die haben auch in den Chat geschrieben und so, dass sie die echten sind. Ich habe den Kanal aufgemacht, das war der echte Narrowspace-Kanal. Und sie haben halt auch sehr erwachsen geschrieben, also sehr, sehr gut formuliert und sowas. Ich werde euch einfach mal jetzt meine Live-Reaction einblenden, als ich das nämlich nicht so ganz fassen konnte, dass das wirklich die echten sind. Du weißt genau, ich werde stoppen, wenn du es mir vermittelst. Narrowspace, 30 Euro und 33 Cent. Narrowspace mag dich kleiner als 3. Ostergeschenk von uns, kauf dir etwas SCH. LOL! Schönes Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Als ob der fucking Server mir gerade Geld gespendet hat. Dankeschön, Mann. Vielen, vielen lieben Dank an das Narrowspace-Team. What? Hä, verrückt? Ich hoffe, ihr hattet auch schöne Ostertage. Hä? Hat mir gerade ernsthaft der fucking Server gespendet? Hä? Was ist das denn für eine abgefuckte Scheiße? Hä? Freunde? Rafft ihr das? Hä, hat mir gerade ohne Witz der Server gespendet? Hä? Oder hat sich einfach jemand so genannt? Ne, ich glaube schon, dass das der Server war. Hä? Krass! Ja, vielen Dank! Heftig! Ach da, gerne, Lumpi. Narrowspace Netzwerk. Sind es echt hier offiziell? Mal kurz abchecken. Das müssen wir mal kurz hier. Freunde, wir müssen mal ganz kurz hier einmal checken. Narrowspace Netzwerk. Hä? Zum Kanal? Doch, tatsächlich. LOL. Krass. Ja, vielen Dank. Das sind einfach crazy shit, Mann. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Hä? Das habe ich ja noch nie sowas gesehen oder so. Krass. Dankeschön. So, wie ihr gerade gesehen habt, meine Live-Reaction, ich habe es nicht so ganz geglaubt und ich finde es im Nachhinein immer noch ultra heftig, dass einfach der Server, auf dem ich Videos mache und sowas, mir einfach mal Geld donatet. So, sowas habe ich noch nie mitbekommen. Bitte korrigiert mich in den Kommentaren, wenn es sowas schon mal gab, dass Revi oder Gom oder Narrowspace irgendeinem anderen YouTuber Geld gespendet hat. Das habe ich so noch nie mitbekommen und die haben mich später dann auch nochmal 10 Euro donated, als ich sie halt auf was drauf hingewiesen habe, was ich gerne geändert haben wollen würde oder wo ich sage so, yo, vielleicht passt dir das mal ein bisschen an. Das haben sie dann gemacht und dann haben sie mir halt nochmal 10 Euro donated. Einfach, what the fuck, 10 Euro ist halt so viel Geld. Und haben mir halt geschrieben, dass sie sich drum kümmern und sowas, absolut korrekt. Richtige Ehrenmann-Aktion auf jeden Fall. Liebe geht raus. Und ich war dann danach tatsächlich auch noch bei denen auf dem YouTube-Kanal, hab ein bisschen zugeguckt, weil die hatten dann auch gestreamt, halt auf ihrem Kanal und so weiter und so fort, wollte mich halt einfach bedanken. Und dann ist da noch Folgendes passiert, das blende ich auch euch einfach mal jetzt ein. Ach Lumpi, danke. Ja, wir haben gern gespendet, also es ist natürlich immer cool zu sehen, dass es dir bei uns gefällt und wir versuchen dann natürlich auch alle Ideen umzusetzen, ne? Du weißt Bescheid. Und es ist auch tatsächlich witzig, deine Streams anzuschauen, das muss man auch einfach mal sagen. Ich beneide dich für dein Talent dahingehend. Digga, ich hab ihn einfach dahin geboostet. Aua, ist das belastend. Digga, tut das weh. Das ist ja so traurig.
Ja gut, Freunde, was will man da machen? Ich meine, man kann nicht immer gewinnen. Ihr wisst Bescheid, bei 40.000 Abonnenten kommt die lang erwartete Setup- und Roomtour, also dass ihr meinen ganzen Raum hier seht. Ihr seid ja aktuell krank am Reinsubben und wahrscheinlich auch eure Leute am Informieren, dass sie hier mal vorbeichecken sollen. Anders kann ich mir nicht erklären, was da aktuell so abgeht. Einfach nur vielen, vielen Dank. Ich freue mich darauf, dieses Video bald drehen zu dürfen. Auch wenn da noch ein, zwei Sachen aktuell in Bestellung sind, die hoffentlich bis dann rechtzeitig angekommen sind. Könnt ihr euch da auf jeden Fall drauf hypen. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, irgendwie hat diese Aktion mich richtig geflasht. Ich weiß auch nicht warum so. Einfach weil es wahrscheinlich noch nie jemand gemacht hat oder ich das noch nie mitbekommen habe. Absolut einzigartig. Wie gesagt, sollte ich da falsch liegen, schreibt mir einfach mal in die Kommentare so, Lumpi, du Spaß, du bist nicht der Erste gewesen. Das haben die da und da schon gemacht oder der und der Server hat das da schon gemacht. Ja, vielen, vielen Dank geht natürlich nochmal raus an Naruxways. Ja, das muss ich einfach so nochmal sagen, weil, I mean, 40 fucking Euro ist einfach auch eine Stange Geld. Gerade für mich als Student ist das heftig. Und der Junge will mich kriegen. Der Junge ist auf jeden Fall motiviert. Der Junge ist echt motiviert. Oh boy. Das wird ein ganz knappes Höschen hier. Das wird ein richtig knappes Höschen. Junge, das wird so ein knappes Höschen, du. Das wird so ein knappes Höschen. Das ist nicht wahr. So, Runde Nummer 2. Wir hängen natürlich noch eine hinten dran, nachdem die erste ein bisschen kürzer war. Aber Freunde, ihr wisst ja, in der Kürze liegt die Würze. Manchmal ist es besser kurz und knackig, aber wir machen natürlich noch eine Runde. Machen wir einfach mal, dass wir hier das Bett kriegen. Jawohl. Den haben wir nicht mehr. Schade, schade, Schokolade. Der ist jetzt aber runtergefallen. Sehr gut. Da hat er sich wahrscheinlich irgendwie verbaut oder was weiß ich. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt auf den nächsten Gegner. Einfach mal ab geht's. Zack, zack, zack. Hinab zu dem. Wir bauen uns einfach mal easy peasy rüber. Aktuell bin ich auch noch ein bisschen am überlegen, was man so bei BW noch verändern könnte, Freunde. Wenn ihr da irgendwelche Ideen oder Vorschläge habt, schreibt mir das gerne einfach mal in die Kommentare. Weil ich da aktuell am überlegen bin, wie man BW vielleicht noch mal ein bisschen zurückhypen lassen könnte. Also wie man da vielleicht eine coole Änderung noch reinpacken könnte, die Leute dazu fasziniert, wieder noch mehr BW zu spielen oder die ihr persönlich feiern würdet. Würde mich einfach mal interessieren, wenn ihr da in den Kommentaren ein bisschen was stehen lasst. Fände ich auf jeden Fall absolut korrekt, Freunde. Und ihr wisst, wie immer gilt auch, ist der Daumen oben, wird man euch loben. Also drückt mal ein Däumchen, Freunde, das wäre auf jeden Fall absolut korrekt. Ja, jetzt ist mein Bett natürlich schon wieder down. Das finde ich natürlich nicht ganz so schnieke, muss ich da ganz ehrlich behaupten. Ich werde mir jetzt einfach mal ein paar Cobwebs, ja, Digga, dann halt nicht. Gut, Freunde, das war's dann trotzdem heute für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Da werde ich dann skilltechnisch natürlich auch absolut heftig nochmal rasieren. Wir sehen uns. Bis dahin. Bleibt der Lumpik. Haut rein. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns. Tschüss.